Unser erster Gast ist Alexander Karius. Er ist Leiter der Denkfabrik Adelphi, forscht zu ganz vielen Zukunftsfragen, nicht nur Klimawandel, sondern auch Digitalisierung, allem Möglichen und berät auch Politiker in diesen Themen. Wir freuen uns total, dass er heute hier ist. Er wird uns einen kurzen Einblick geben in das Thema Klimawandel, Problembewusstsein schaffen. Und genau, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und vielen Dank, dass Sie hier sind und einen großen Applaus. Herzlich willkommen. Jo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich dachte, ich bin in der Schule wieder. Ich war nämlich sehr lange in der Schule, länger als man eigentlich hätte sein müssen, auch in 10 verschiedenen Schulen. Und für mich war das immer das riesige Experimentierfeld. Ich habe das mehr genutzt, als anderen lieb war. Komme ich mal zu meinem Thema. Ich habe in den letzten paar Monaten mich damit befasst, wie Rechtspopulisten in Europa über Klimawandel nachdenken. Und sehr viele Interviews geführt, gelesen, Parteiprogramme mir angeschaut, das Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament untersucht und dachte, diese Leute glauben allen Ernstes, die Erde sei eine Scheibe. Geht das hier irgendwie weiter? Nee? Da. Weil unter anderem Leute wie er, ein Geschichtslehrer, keine Angst, der wird jetzt auf die ganze Menschheit losgelassen in diesem Land, im Wesentlichen sehr einfache Problemwahrnehmungen haben und natürlich dann auch in den Antworten, die sie geben, doch relativ einfach strukturiert sind, weil in dem Land... Nee, so, ich krieg das hin. Er meinte, dass eigentlich das größte Problem ist, nämlich Teil der Flüchtlingskrise Ende 2015. Und es eine ganze Reihe von Leuten gab, die das ebenfalls gut fanden und eine gewisse Präferenz haben für sehr einfache Antworten auf eigentlich sehr komplexe Probleme. Die Medien haben das dann auch noch stark befördert, eigentlich auch ein Bild erzeugt in dieser Gesellschaft, wo ich glaube, das war gar nicht das, was sich in dieser Gesellschaft abgespielt hat. Und zum Thema, irgendwie kommt da immer so ein Standbild zwischendurch. Und ich klicke da noch ganz oft drauf, weil ich nämlich 40 Folien habe, man auf einfache Antworten von Verrückten auch manchmal sehr einfache Reaktionen hat. Ich teile die nicht unbedingt, im Herzen schon, ich würde es aber nicht sagen, weil ich denke, dass auch die Antwort etwas komplexer sein kann. Ich habe die Situation damals Ende 2015 anders wahrgenommen, weil das, was sich in dieser Republik abgespielt hat, was allgemein als Willkommenskultur beschrieben worden ist, eigentlich eine Sternstunde von Demokratie war, vom bürgerschaftlichen Engagement, wo wirklich Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind und den Leuten, die aus Bürgerkriegssituationen nach Deutschland gekommen sind und hier Flucht und Asyl gefunden haben, Aufenthaltsmöglichkeit gefunden haben, geholfen haben. Das ist auch nichts, was irgendwie aufgehört hätte, aber das ist sehr stark konterkariert worden, eigentlich durch eine mediale Berichterstattung, die dauernd von Krise gesprochen haben und die Stimmung in diesem Land, die würde sich zum Negativen ändern. Das ist etwas, was sich auch weiterhin fortgesetzt hat, zum Beispiel letzten Oktober hier in Berlin die große Unteilbar-Demonstration für eine offene und freie Gesellschaft. Das heißt, eine gewisse Ambivalenz zwischen dem, was uns einerseits medial und vom rechten Rand suggeriert wird, und das, was sich eigentlich in der Gesellschaft tut. Und meine Wahrnehmung damals waren 3 Dinge. Erstens, Demokratie gibt es nicht geschenkt. Wir haben seit 60 Jahren Grundgesetz, wunderbares Werk eigentlich von Demokratie und Freiheitsrechten. Aber was wir eben gelernt haben, ist, dass Demokratie gelebt werden muss, jeden Tag. Und Demokratie auch wirklich nur so lange funktioniert, wie wir uns für Demokratie einsetzen. Dahrendorf hat das mal gesagt, demokratische Systeme und stabile Strukturen in der Gesellschaft, die verändern sich nicht und kippen, weil einige wenige sie torpedieren, sondern weil eigentlich die Mehrheit sich nicht dafür einsetzt. Die zweite Beobachtung eigentlich von mir ist, dass damals, was sich getan hat, als diese ganzen Menschen zu uns gekommen sind aus Bürgerkriegssituationen, für mich eigentlich eine Situation war, dass ich dachte, nun ist die Realität, eine globale Realität, auch in Deutschland angekommen, in diesem Land von Gartenzwergen, was ja eine unglaubliche Angst hat vor Veränderung. Und Flucht war nichts, was plötzlich passiert ist, sondern Flucht gab es schon über viele Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg. Es gibt Mobilität von Menschen und
Was neu war, Angela Merkel hatte mal gesagt, sie hätte unterschätzt, wie nah eigentlich Syrien, Afghanistan und Irak sind, dass das, was sich im Mittelmeer abspielt, eigentlich unmittelbar etwas mit uns zu tun hat, mit der Art und Weise, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir Ressourcen nutzen. Und wenn kein Phänomen, was nur Deutschland betroffen hat, sondern wir haben global momentan 66 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Jede Minute kommen 20 Menschen noch hinzu. Das ist ein globales Phänomen. Die kommen nicht alle nach Deutschland. Diese Fluchtbewegungen, die spielen sich im Wesentlichen im globalen Süden ab, das heißt von einem Entwicklungsland in das andere oder auch innerhalb von solchen Staaten. Und die Ursachen eigentlich für erzwungene Migration, das sind nicht Leute, die freiwillig von einem Ort zum anderen gehen, sondern vor Bürgerkriegssituationen und anderen Einschränkungen flüchten, sind eigentlich vier. Das ist für eine Europaabgeordnete Ska Keller zusammengestellte Infografik von einer Berliner Medienagentur. Eigentlich vier Gründe, nämlich einmal kriegerische Auseinandersetzungen weltweit. Obwohl die Anzahl von Kriegen in den letzten 30 Jahren zurückgegangen ist, dauern Kriege immer länger. Und in Situationen, wo Kriege ausgebrochen sind, brechen sie auch immer wieder auf. Das heißt, wir haben ohnehin recht instabile Regierungsstrukturen und instabile politische Lagen. Ungleichheit und Armut ausgerechnet in den Ländern, die eben sehr, sehr vulnerabel sind, die anfällig sind, die schwache Regierungsstrukturen haben, ist ein zweites Themenfeld. Ein drittes ist eine Missachtung von Menschenrechten, die Einschränkung von Pressefreiheit, die Verfolgung aufgrund von geschlechtlicher Orientierung oder bestimmter politischer Meinung und nicht zuletzt als viertes die Auswirkungen des globalen Klimawandels, die Lebensbedingungen immer weiter einschränken, sodass Menschen gar nicht mehr an dem Ort, wo sie leben und arbeiten, bleiben können. Man fragt sich also, was haben eigentlich nun Flucht und Migration, wo wir einen Vorgeschmack bekommen haben vor ein paar Jahren, eigentlich mit Fragen von Bürgerkrieg und Menschenrechten, mit Fragen von den Auswirkungen des Klimawandels, Extremwetterereignisse weltweit, der Frage von Übernutzung von natürlichen Ressourcen, das ist ein Bergbaugebiet in Chile, wo wir Ressourcen abbauen, die wir wiederum für erneuerbare Technologien brauchen, wie Silizium für Batterietechnologien, was das eigentlich miteinander zu tun hat und ob es etwas miteinander zu tun hat. Und man kann nur sagen, klar, hat das was miteinander zu tun. Und das ist eben die dritte Message. Wenn wir über Flucht und Migration reden, dann ist, glaube ich, der Diskurs darüber, ob wir Einwanderung beschränken sollen, deutlich zu verkürzt, weil die Problematik eine viel größere ist und eine globale. Was ich gut finde, ist, dass sich in dieser Welt unglaublich viel bewegt. Und um es vorwegzuschicken, ich glaube, dass 2019 ein verdammt gutes Jahr wird. Ich befasse mich berufsmäßig mit Krieg, Umweltzerstörung und allen möglichen Fragen von Dysfunktionalitäten, alles was nicht funktioniert im globalen System. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, bin ich momentan extrem euphorisch und optimistisch, weil es uns gelungen ist, auf einer globalen Ebene einen Konsens darüber herzustellen, wo wir überhaupt hinwollen. Weil zu kritisieren, wie die Situation momentan aussieht, das ist eine. Das andere ist aber eine Frage, wissen wir überhaupt, was in Zukunft sein soll? Wissen wir, wo wir überhaupt hinwollen? Und in dem Abkommen, von Paris im Dezember 2015, es gibt einen globalen internationalen Verhandlungsrahmen über die Vereinbarung globaler Klimaziele, sind sehr ambitionierte Klimaziele verabschiedet worden, weil, und ich zeige nur zwei Grafiken, wir seit 1900 Treibhausgase emittieren, die sich akkumulieren in der Atmosphäre, also dort bleiben und zu einem Temperaturanstieg im globalen Ausmaß beitragen. Und wir sehen, dass das so ungefähr bis zu den 1970er, 80er Jahren einigermaßen stabil war und wir dann allerdings jetzt einen sehr, sehr steilen Anstieg haben und aufgrund der Nutzung von fossilen Energieträgern, die wir eben brauchen zur Produktion von Energie, für Mobilität, für Industrieprozesse, wir eigentlich dort enden, wo wir von gefährlichem Klimawandel reden. Das werden einige in den Arbeitsgruppen dann noch etwas vielleicht detaillierter diskutieren. Aber wir in einer Welt leben werden, in der man nicht mehr leben kann. In dem Extremwetterereignisse derart gravierend auf die Art und Weise, wie sich Menschen bewegen, wie sie Ernährung, Lebensmittel anbauen, überhaupt nicht mehr leben können und wir eigentlich sehr drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Und was wir dort beschlossen haben, letztlich in Paris,
Da muss man nicht alle Farben erkennen, aber sind Entwicklungspfade, wie man eigentlich die Industrie dekarbonisieren kann. Das heißt, Kohlenstoff komplett aus den Industrieprozessen und aus der Mobilität rauszunehmen. Das bedeutet, mit dem Ziel 2100 wollen wir spätestens zum Ende dieses Jahrhunderts und müssen wir unsere Industrieprozesse komplett kohlenstofffrei machen. Das heißt, kein Verbrennungsmotor, keine Erzeugung von Energie mit fossilen Energieträgern. Das heißt aber auch völlige Veränderungen der Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir Nahrungsmittel produzieren. Das ist wahnsinnig ambitioniert und das Augenfällige ist eigentlich, dass bei dieser ganzen Frage von Klimawandel wir die Frage von Gerechtigkeit mit berücksichtigt haben. Man erkennt es unschwer, das ist eine Weltkarte, aber eine andere Darstellung von Weltkarte, weil das ist dargestellt, die Welt nicht nach der Größe eines Kontinents, sondern wie viel CO2 jeder Bürger in diesem Land emittiert. Und man sieht da ziemlich deutlich, dass in den Industrieländern, gerade in Europa oder in Nordamerika, relativ viel emittiert wird. Und man sieht hier ein ganz anderes Bild, und das sind die Schäden, die angenommen werden von Ländern in der Auswirkung des Klimawandels. Und da sieht man, dass diejenigen reichen Staaten natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, über Innovation, über technologische Anpassungen, auch weniger klimatisch davon betroffen sind, andere Formen der Agrarproduktion vielleicht haben als Entwicklungsländer. Das heißt, wir haben eine erhebliche soziale Ungleichheit und das ist in diesem globalen Klimaabkommen mit abgebildet worden, warum wir dann Transfermechanismen entwickelt haben, 100 Milliarden US-Dollar jährlich ab dem Jahr 2020 in globale Klimaminderungs- und Anpassungsmaßnahmen investieren wollen. Und das Zweite, was neu war, im September desselben Jahres 2015 verabschiedet, waren die globalen Entwicklungsziele. Hat irgendjemand schon mal von diesen globalen Entwicklungszielen gehört? Okay, wenigstens ein bisschen. Manchmal weiß es gar keiner, aber diejenigen, die sich eigentlich mit globaler Entwicklung befassen, für die war das eigentlich etwas sehr Wichtiges, weil nämlich 194 Staaten in New York sich geeinigt haben, und das gilt nicht nur für Entwicklungsländer, sondern für alle Länder weltweit, was wir eigentlich in der Entwicklung wollen. Wir wollen ganz bestimmte Ziele erreichen, nämlich Armut mindern. Wir wollen Hungerkatastrophen komplett vermeiden und das mit einer Perspektive bis zum Jahre 2030. Ich kann da nicht durchgehen, ich will eigentlich nur sagen, dahinter steckt ein Gedanke, dass nämlich das Erdsystem nur eine sehr begrenzte Anzahl von Ressourcen zur Verfügung stellt, die nicht ausreicht, damit diese 9 bis 10 Milliarden Menschen ernährt werden können und auch tatsächlich ein gutes Leben führen können. Earth Overshoot Day ist der Tag, jeden Tag, an dem die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, global, egal welche, ob das Trinkwasser ist, das, was wir essen oder das, was wir an Rohstoffen benötigen für Industrieprozessen, verbraucht ist. Und die Key Message dabei ist, dass wir momentan ungefähr das 1,7-fache dessen benutzen, was dieser Planet überhaupt hergibt. Und das zeigt ein bisschen die Dramatik oder die Dringlichkeit oder auch die Radikalität, was überhaupt Wandel ist, dass wir also nicht nur gelegentlich mal vielleicht darauf verzichten sollten, mit dem Auto zu fahren, sondern eigentlich das, wie wir leben und wie wir produzieren, komplett ändern müssen. Jetzt könnte man sagen, Alarm, Alarm, man kriegt die ganze Zeit eigentlich gesagt, es ist 5 vor 12, und zwar seit 15 Jahren, vor allen Dingen die sich mit Entwicklungskrisen befassen. Ich dachte immer, irgendwann ist auch mal 2:30 oder 1 oder morgens 8. Trotzdem finde ich, ist diese Dramatik durchaus berechtigt. Wir haben noch 26 Jahre, um sozusagen die Emissionen, die wir maximal noch in Deutschland zur Verfügung haben, zu nutzen. Das heißt, wir müssen relativ schnell umsteuern, um eine kohlenstofffreie Wirtschaft zu werden. Weil wenn wir das nicht machen, dann sieht die Welt so aus. Bedroht von Trockenheit weltweit, von Naturkatastrophen im globalen Süden, aber auch in Industrieländern, Überschwemmungskatastrophen oder eben Brände, wie wir sie aus den USA oder auch hier aus Brandenburg kennen. Und das, was wichtig ist, wir können es auch eigentlich anders. Und ich finde, das ist so unglaublich positiv, denn wir können etwas anderes als Verkehr in diesen Dimensionen denken, auch vielleicht nur die Substitution des Verbrennungsmotors durch Elektromobilität, sondern eigentlich Mobilität komplett neu denken. Und wir tun das, weil es wahnsinnig viele Initiativen gibt und Städte, die 50% auf Fahrradverkehr umstellen wollen, zum Beispiel München oder eben Kopenhagen als Vorbild. Weil es eben bei ungefähr 60 Kilogramm Fleischkonsum in Deutschland im Durchschnitt, also
ich esse nicht so viel, einige müssen da einige hundert Kilo zu sich nehmen. Das ist natürlich kein Modell und wir ganz andere Formen von Ernährung und auch Nahrungsmittelproduktion haben, nämlich ökologischer Landbau, dezentral organisiert mit starken sozialen Komponenten, dass wir zunehmend Baustoffe oder auch Textilien herstellen aus nachwachsenden Rohstoffen, dass wir die Art und Weise, wie wir Städte konzipieren, das ist keine Animation, sondern wirklich gebautes Haus, nämlich Wald in Hochhäuser hineinbauen. Also ganz andere Formen und Vorstellungen entwickeln und konkretisieren, wie die Zukunft aussehen kann. Und die Transformation hat eben längst begonnen. Wir denken nicht mehr Ökonomie linear, also das heißt, man produziert ein Gut, man trägt eine Klamotte und schmeißt sie irgendwann weg, sondern es gibt eine Kreislaufwirtschaft, wo wahnsinnig kreativ damit umgegangen wird, wie wir Rohstoffe wieder nutzen können, indem man alte Klamotten zu neuen Klamotten verarbeitet, indem man Kunststoff recycelt und neue Produkte daraus entwickelt. Wir haben es im Energiesektor Deutschland produziert und sind immer noch in dem Bereich Vorreiter, 30% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Und wir tun das relativ großräumig mittlerweile, indem wir vor allen Dingen in Entwicklungsländern große Solarparks bauen und letztlich Energie langfristig kostenlos produzieren können, dort oder über Offshore-Windanlagen. Interessant ist, dass das eine Bewegung ist, das sind keine Ökospinner, sondern das ist ein ökonomisches Geschäftsmodell, und zwar ein globales Geschäftsmodell, dass diejenigen, die am meisten Kapital investieren, private Investoren und Pensionsfonds, große private Universitäten, angefangen haben, Tausende von Milliarden, 3.400 Milliarden US-Dollar bereits aus den Investitionen in fossile Energieträger abzuziehen. Der Investment nennt man das. Jeder, der selbst wissen will, was man tun könnte, kann das ausrechnen. Wer seinen Lebensstil ändern will, geht auf eine dieser Plattformen, gibt einfach mal ein, was er tut. Ihr werdet sehen, ein Flug nach Kambodscha oder wo auch immer man hinfliegen will, ist ungefähr 60% der Gesamtemissionen, die ihr und ich im Jahr zur Verfügung habt. Also da kann man gucken zumindest, was man tun kann. Was tun? Auf jeden Fall irgendwas tun. Nicht Blabla, sondern auf jeden Fall sich politisch engagieren, wo, das kann in Parteien sein, das kann in Bürgerinitiativen sein, das kann bei Institutionen wie offene Gesellschaft oder anderen Netzwerken sein. Heißt vor allen Dingen aber selbst drüber nachdenken und vielleicht den Problemen auch nachspüren, weil sie sind komplex und manchmal etwas komplex zu verstehen, aber der Vorteil an Komplexität ist auch, dass es unglaublich viele Ansatzmöglichkeiten gibt, eben diese Probleme auch anzugehen. Und als letztes, wenn wir uns Gedanken machen, wie die Welt aussieht, dann sollten wir das konkret tun. Und das finde ich die wahnsinnig gute Initiative von Ihnen, euch mit diesem Kongress und Philipp Elsen, wirklich mal nachzudenken, wie sieht die Zukunft aus und wie wollen wir sie leben und gestalten. Und dabei wünsche ich Ihnen und euch viel, viel Spaß. Danke.